Servus, liebe Autofreunde. Heute geht es von der Wimbachbrücke, das liegt in Bayern in der Nähe vom Königssee, über das Wimbachschloss durch das Wimbachtal zur Wimbach-Grieshütte. Weiter geht's dann über das Gebirgsmassiv zur Watzmann-Südspitze. Die Watzmann-Südspitze hat eine Höhe von 2712 Metern und ich werde dann versuchen, dort oben zu übernachten. Und los geht's. Der Weg zum Wimbachschloss ist sehr gut ausgebaut. Auf der linken Seite befindet sich der Wimbachfluss, der in die Wimbach-Glan mündet. Die Berge auf der rechten Seite befinden sich noch im Schatten vom Watzmann. Der letzte Fürstpropst vom Berchtesgaden, Josef Konrad von Schroffenberg, ließ 1784 das Wimbachschloss als einfache Jagdhütte erbauen. Erst im 20. Jahrhundert wurde das Wimbachschloss zur Gastwirtschaft umgebaut. Auf dem Wanderweg befinden sich immer wieder Schutzhütten mit einer phänomenalen Aussicht auf die Berglandschaft. Kurz nach der Wimbach-Grieshütte funktionierte mein GPS-Peilung vom Handy nicht mehr. Die weitere Positionsbestimmung führte ich dann mit dem Höhenmessgerät und einer Offline-Karte im Handy weiter durch. Nach ungefähr 5 Stunden Fußmarsch und 700 Höhenmeter beginnt jetzt der anstrengende Teil zur Watzmann-Südspitze. Der untere Einstieg ist mit zahlreichen Ketten gesichert. Der Anstieg erfolgt noch im leichten Gelände. Noch ein letzter Blick ins Wimbach-Gries. Vor mir befindet sich die Felswand, die zur Watzmann-Südspitze führt. Die letzten 800 Höhenmeter bis zur Spitze liegen noch vor mir. Die Wegmarkierungen waren sehr oft unter Eis und Schnee begraben, sodass ich mir oft eine eigene Route durch das Felsmassiv suchen musste.
nach 10 Stunden Fußmarsch und 2100 Höhenmeter mit 14 Kilogramm Rückengepäck bin ich endlich auf 2712 Metern an der Watzmann Südspitze angekommen. Die Fernsicht ist phänomenal und ich freue mich schon auf den Sonnenuntergang. So, da Freunde, hier haben wir dann gerade rausgehoben. Natürliche Barriere, damit ich, wenn ich da heute über Nacht nicht ein paar hundert Meter beziehungsweise 1000 Meter, 1500 Meter nicht da unten liege. Sollte natürlich dann dementsprechend funktionieren. So. Gleichzeitig ist ein Windschutz und auch nicht viel. Tja. Gesellschaft.